Willkommen zurück zu Torrens Passage. Wir haben inzwischen mal wieder drei Kacheln in unserem Inventar und ein Ding, das so aussieht wie eine, nachdem Bugel aufgeräumt hat. Jetzt müssen wir eine Möglichkeit finden, erstmal unser Warnschild in eine Kachel zu verwandeln. Außerdem müssen wir König Rupert noch eine weitere Kachel abnehmen, damit wir das Rätsel im Untergrund lösen können. Außerdem müssen wir immer noch Lina irgendwo finden, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass wir sie innerhalb von Escapa irgendwo finden werden, ansonsten wären wir wahrscheinlich schon auf sie gestoßen. Mal gucken, ob die Geier wieder da sind. Nope, Geier sind immer noch unterwegs, das ist sehr gut. Dann bewegen wir uns erstmal wieder Richtung König nach oben. Auf geht's! Vielleicht können wir die Kachel hier vorne einfach waschen. Kachel. Ja, reagiert auf jeden Fall. Hier, komm, wasch mal bitte meine Kachel. Du unauffälliger NPC mit nur einer einzigen Handbewegung, die du immer wieder ausführst. Was lädt? Das war einfach. Sehr gut. Und damit haben wir die vierte Kachel. Okay, wir haben inzwischen auch eigentlich erfahren, warum wir die Kacheln brauchen. Und König Rupert wollte uns die Kachel eigentlich nur deswegen nicht geben, weil wir nicht wussten, wofür wir die überhaupt nehmen wollen aus seinem Bodendesign. Ihre Majestät, ich glaube, die Kachel ist Teil von etwas Wichtigem. Du hast recht. Sie ist Teil meines Fußbodens. Badumts! Nein, nein, sogar noch wichtiger als das. Sehen Sie, am Boden der gegenüberliegenden Klippe habe ich einen ungewöhnlichen Raum gefunden, der eine große Formation enthält, in die diese Kachel perfekt passen würde. Ich bin sicher, dass die Formation wichtig ist. Vielleicht ist sie sogar das Tor in die Unterwelt. Ach so. Na dann darfst du sie natürlich haben. Vielen Dank, Hoheit. Ich weiß sowieso nicht, warum hier nur dieses Mini-Kachelmuster auf dem Boden ist. Ich glaube, das sieht sogar besser aus ohne die hässliche Kachel in der Mitte, die da eigentlich nicht in das Muster reinpasst. Merkwürdige Bodenformation hier. Okay, damit haben wir alle fünf Kacheln, die wir brauchen. Ich habe keine Lust mehr, nochmal mit dem König oder mit Dai zu reden. Die Wäscherin ist weg. Oh, das schöne Geräusch ist weg. Okay, dann runter in die vielleicht ferne Kristallkammer. Dann werden wir mal dieses Gesicht hier zusammenbauen müssen. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, das ist das andere Auge, was wir hier gerade haben. Ja, sehr schön. Das hier wird das andere Auge sein. Sehr gut, jetzt brauchen wir... Nein, das scheint eher hier unten der Teil zu sein. Mal gucken. Nee, das passt nicht. Genau, das ist die Nase. Irgendwie hat er dort noch ein Kinn. Und jetzt müssen wir nur noch den oberen Teil richtig drehen. Perfekt. Hässliches Ding. Ein Mini-Golem. Willkommen, Reisender. Die heilige Kammer, die vor dir liegt, enthält eine uralte Phenokristallsäule. Viele Jahrhunderte lang haben Reisende den Planeten Strata mit Hilfe dieser Säulen bereist. Die Phenokristalle, die die Welten innerhalb der Welten miteinander verbinden, sind in der Lage, viel mehr als nur Licht zu übertragen. Durch die Benutzung des Eresti-Pulvers, das von Tor 1 in der ersten Einheitsperiode entdeckt wurde, steht den Menschen jetzt sekundenschneller Transport zur Verfügung. Tritt ein und genieße die neuesten Phenokristallreisen. Ist das hier gerade ein Touristen-Hotspot oder was haben wir da aktiviert? Außerdem, wie winzig muss diese Treppe da sein? Sollen wir da jetzt reingehen? Oder? Okay, wir passen rein, kein Ding. Mal ganz ehrlich, das Ding bestand nur aus den Kristallkacheln, die wir gesammelt haben. Das Ding muss winzig klein gewesen sein, aber Toren passt schon. Wump. Das war's, wir haben's geschafft. Kapitel 3, Pergola. Escarpa liegt hinter uns. Das heißt, es wird wieder Zeit für eine Zwischensequenz. Bevor ich das Urteil verkünde. Das Kind? Ist es in Sicherheit? Weit weg, wo ihm nichts passieren kann. Obwohl wir vermuten, dass du mit dem Mord an unserem geliebten königlichen Paar etwas zu tun hast, konnten wir nicht genug Beweise finden, um dich zu verurteilen. Aber da du offensichtlich den Kronprinzen entführt hast, wirst du hiermit dazu verurteilt, den Rest deines Lebens in der Unterwelt zu verbringen. Das ist hart. Gasp! Ich ordne hiermit an, einen Bannkragen für dich anzufertigen und ihn dir um den Hals zu legen und ihn niemals wieder zu entfernen. Und solltest du jemals versuchen, in die Oberwelt zurückzukehren, wird der Kragen immer enger werden und dir die Luft abschnüren. Falls nötig,
bis du stirbst. Das ist wirklich ein bisschen hart. Aber sind die nicht gerade in Tor 1 oben in der Oberwelt? Dann schicken die doch jetzt gerade nach Escapa runter, oder nicht? Dann hätte die doch in Escapa sein müssen. Ist ein bisschen merkwürdig. Hübsch hier. Das ist also Pergola. Sieht nach einem Wiesenplaneten aus. Oder einer Wiesenunterwelt. Planet Strata oder wie er hieß. Scheint aus mehreren Schichten zu bestehen, wie auch immer das funktioniert. Passt schon. Wo bin ich denn hier hingeraten? Ist ein Spiel. Noch besser, es ist ein Adventure. Aber es ist wunderschön hier. Gibt vor allen Dingen sehr eckige Kristalle hier oben. Können wir die wieder einsammeln? Ich das tun? Mich selbst nach unten transportieren? Durch diese Scherbe? Okay, also fehlende Kristallpuder? Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Ich werde einfach etwas mehr Resti-Pulver benutzen und weiter nach unten gelangen. Na, oder auch nicht. Was für ein Sturz. Was zum... Hey, lass das. Die Untertitel sind weg. Aber da... Uah! Was ist das, ein Ameisenvolk? Wahrscheinlich die richtige Entscheidung, uns anzuklicken. Lass mich los! Verschwindet! Kusch! Warte! Hab keine Angst. Hauptsache, die haben uns erstmal runtergepinnt. Frechheit. So. Hi. Im Namen aller Pergolane, überall möchte ich dafür danken, Riese, dass du Fermontis Leben gerettet hast. Ich liebe den Dialekt, der dieses Spiel ist so herrlich. Gern geschehen. Jeez. Zu Englisch. Oh, tut mir leid. Hoppla, ich meine, in Ordnung. Du scheinst ein freundlicher und sanfter Riese zu sein. Nicht wie einige Riesen, die wir kennen. Ich frage mich, ob du uns wohl mit einem Problem helfen könntest? Aber natürlich. Soll ich ein paar Stämme bewegen, Felsen verschieben, Dörfer zertrampeln? Ich bin Gott. Wir haben vor kurzem einen anderen Riesen gefangen, aber er ist anders als du. Er weigert sich zu kooperieren. Was kann ich tun? Vielleicht könntest du mit ihm reden. Nun, okay. Aber seid ihr sicher, dass mir nichts passieren kann? Folgt mir. Die Antwort ist nein, aber folgt mir. Na gut, ein anderer Riese, das wird dann wahrscheinlich ein weiterer Eskapaner sein oder sowas. Irgendjemand, der in diese Welt reingereist ist. Na gut, dann können wir uns ja erstmal umgucken. Wobei hier nicht sonderlich viel zu sein scheint. Sieht zumindest nichts interagierbar aus. Ja, das sieht schwer nach Mensch aus. Und diese Augen haben wir auch schon mal gesehen. Wer könnte das nur sein? Oh nein! Nein! Oh nein! Ich tue dir nicht weh. Nein! 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 Es ist Zeit für das beste Voice Acting für einen Charakter in diesem gesamten Spiel. Hi. Es ist gut. Ich tue dir nicht weh. Du gehörst zu ihnen, nicht wahr? Bleib weg von mir! Ja, ein Riese unter dem Dienste dieser kleinen komischen Viecher. Christina, nicht wahr? Ich komme gerade aus deiner Heimat. Ich habe deine Mutter und deinen Vater getroffen. Was hast du? Escapa? Meine Eltern? Oh, ich wünschte, ich hätte auf sie gehört. Ich wäre jetzt nicht in diesem Schlamassel. Wie ist sie überhaupt hier hingekommen? Sie haben mich gebeten, dir dies zu geben. Oh, schau mal. Das ist mein lieber Vater. Und Dai. Scheint nicht ihre Mutter zu sein. Oh, wie ich ihn vermisse. Vielleicht bist du wirklich aus Escapa. Aber du bist so groß. Und wer bist du überhaupt? Ich bin Thorin. Aber ich bin nicht aus der Escapa. Ich komme aus der Oberwelt. Wie du wahrscheinlich auch. Thorin aus der Oberwelt. Versprichst du mir nicht weh zu tun? Ich schwöre. Im Augenblick kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen. In Ordnung. Schnell, schneid mich los. Also, ohne Messer. Ich... Schnell, bevor sie dich aufhalten. Wir konnten einfach aufstehen. Warum kann die das nicht? Ich kann nicht.
Ich muss wohl jeden kleinen Faden einzeln aufdröseln, fürchte ich. Du kannst ihn auch einfach abreißen. Warum? Benutz dein Messer. Das ist es ja eben. Ich habe kein Messer. Ich bin vielleicht ein Held. Nun ja, halt still. Es geht los. Dann verrate ich dir ein kleines Geheimnis. Ich hatte die ganze Zeit ein Messer und zwar versteckt in meinem Stiefel. Aber sie haben mich gefesselt, bevor ich wieder zu mir gekommen bin. Boah, da hatten die kleinen Viecher aber Glück. Ja, dann looten wir wohl mal ihren Stiefel. Und sind plötzlich im Besitz einer Waffe. Cool. Jetzt halt still. Ich möchte dich nicht schneiden. Halt still! Ich bin Zorro! Ups. Vielen Dank, Thorin. Das war furchtbar. Na, viel gemacht haben sie ja nicht. Ich frage mich, wie lange die schon gelegen haben, so lange wie die schon vermisst hast. Hier. Hier ist dein Medaillon. Oh. Gut, dass wir den Comic Relief mitgebracht haben. Vogel. Hier. Lass mich dir aufhelfen. Oh, warte. Zieh dir deine Arme an. Du blutest. Ich bin beeindruckt, dass wir uns nichts gebrochen haben nach dem Sturz. Oh, ich bin in Ordnung. Ich bin ein ganzes Stück durch die Bäume gefallen, bevor ich auf diesem weichen Boden gelandet bin. Ein paar Äste haben mich erwischt. Es ist nichts. Unsinn. Komm her. Ich bin sicher, dass ich in dieser Richtung einen Bach gehört habe. Ja, und wir wissen... haben sie alle gesagt, wir sollten uns kennenlernen. Aber ich habe nie zu träumen gewagt, dass es tatsächlich geschieht. Wir wissen, dass das Wasser hier rein sein muss. Die anderen waren so kurz und haarig. Ich war immer das hässliche Entlein. Zu groß, zu dünn, nur oben Haare. Aber mit dir fühle ich mich, ich weiß nicht, irgendwie normal. Bugl hat Krankenschwester gelernt, auch schön. Oh, ich finde, du bist überhaupt nicht normal. Was? Gute Reaktion. Thorin? Hä? Oh, nein. Ich meine, du bist viel besser als normal. Du bist wunderschön. Wunderbar. Perfekt. Oh, Thorin. Aber meine Eltern sorgen sich sicher zu Tode. Naja, das tun sie wohl. Sie möchten wirklich, dass du nach Hause kommst. Und meine Eltern... Sie sind immer noch in Gefahr. Davon hast du noch nichts erzählt, glaube ich. Du hast recht. Aber werde ich dich wiedersehen? Du musst. Verzeihung, ihr zwei. Bleibt ihr zum Abendessen? Falls ja, soll die Schwester mir ihre Jagdgesellschaften losschicken. Nein, wir müssen sofort gehen. Wir müssen unsere Suche nach einem Phänokristall beginnen. Nicht nötig. Wir wissen, wo einer ist. Ach. Aber er ist ziemlich weit weg. Was? Für euch vielleicht. Ich kann's kaum glauben. Funktioniert er? Vielleicht. Weißt du, er ist seit längerer Zeit nicht mehr benutzt worden. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Komm, Lena. Na gut, wenn die wissen, wo einer ist, dann könnte das ja eine sehr, sehr kurze Welt werden. Weil die Stadt ist ja cool. Wäre vielleicht lustig gewesen, die Stadt ein bisschen zu erkunden, aber ich habe so das Gefühl, die Möglichkeit kriegen wir nicht. Das sieht überhaupt nicht wie ein Puzzle aus. Hallo? Achtung! 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 Hier spricht Thorin und seine Freundin Lena. Bitte hört ihnen genau zu. Sie lauschen dir. Aber was soll ich tun? Nun, das ist das Problem. Keiner weiß es. Der Phänokristall ist schon seit Generationen nicht mehr benutzt worden. Der Legende nach öffnen sich die Welten, wenn die Sänger sich in perfekter Harmonie befinden. Aber selbst wenn sie diese uralten heiligen Roben tragen, können sie den Weg nicht finden. Kannst du ihnen helfen? Junge, Junge. Immer Rätsel lösen. Boah. Und die Arbeit fällt natürlich wieder auf uns. Es scheint so, als würden wir uns bereits dem Ende von Pergola nähern. Wäre eine verdammt kurze Welt und eine verdammt kurze Romanze für Thorin. Aber wir speichern erstmal wieder an der Stelle hier und dann wird's Zeit fürs Rätseln. Rätselzeit. Yay. Speichern. Okay, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir versuchen, diese Sänger in richtige Reihenfolge zu kriegen. See ya!